Noch ist für die drei Neuzugänge des MSV Warten angesagt. Vor dem Fotoshooting für die persönlichen Autogrammkarten muss Fotograf Martin Schmüderich schließlich noch einiges vorbereiten. Also müssen sich Christian Eichner, Gerrit Wehkamp und Nicolas Ledgerwood noch etwas gedulden. Aber der Kraftraum bietet ja auch genug Möglichkeiten, sich die Zeit zu vertreiben. Dann aber kann es losgehen. Schulter nach rechts, Schulter nach links, erst einmal in die neue Situation einfinden. Gar nicht so leicht, vor allem nicht vor den Augen der Teamkameraden. Und wenn Nicolas Ledgerwood dann auch noch als Fotograf loslegt, erfordert das doppelte Konzentration. Das Shooting ist für alle drei eine ungewöhnliche Situation, aber keine unangenehme. Ja, ein cooles Gefühl. Ich meine, das gehört auch dazu und ich denke, da werden sich einige Fans drüber freuen. Ich glaube, meine Familie wird sich auch drüber freuen. Meine kleinen Cousins, Cousinen, die haben auch schon ein paar Mal gefragt und haben auch immer gerne eine von mir und deswegen ist das ein schönes Gefühl. Aber bevor Gerrit vor die Kamera kann, ist erst einmal Kanadier Nicolas Ledgerwood an der Reihe. Und das Trikot muss sitzen. Der Fotograf legt da sogar selbst noch einmal Hand an. Aber ganz so ernst darf man die Sache dann auch nicht nehmen. Ein paar Testaufnahmen, ein paar Schüsse und schon sind seine Bilder im Kasten. Bleibt nur noch Gerrit. Der 20-jährige Stürmer ist seit knapp einem Monat beim MSV und hat sozusagen eine Sonderrolle. Er ist bis zum Ende der Saison von Fortuna Düsseldorf an den Verein ausgeliehen. Im Zebra-Trikot fühlt er sich dennoch ziemlich wohl und das eigentlich auch von Anfang an. Ich denke, ich bin vom ersten Tag an eigentlich schon angekommen. Ich denke, das ging ja sehr, sehr schnell bei mir. Ich bin am Freitag gewechselt, am Samstag habe ich dann in der Arena schon gespielt. Und deswegen ging das alles sehr, sehr schnell. Und ich denke, die Mannschaft hat mir da auch sehr, sehr gut geholfen, direkt reinzukommen und ja, sich direkt wohlzufühlen. Ob ausgeliehen oder nicht, ein Foto bekommt Gerrit trotzdem. Denn die Spieler beim MSV wollen alles geben und manchmal halt auch Autogrammkarten an die Fans. Gute Stimmung beim Mittwochstraining der Zebras und dafür gibt es gleich mehrere Gründe. Grund Nummer 1. Der MSV befindet sich momentan auf Erfolgskurs. Auch wenn die Beteiligten dies eher vorsichtig kommunizieren, steht die Statistik dennoch für sich. Seit 6 Spielen sind die Zebras nun ungeschlagen. Die letzten 2 Heimspiele konnten die Spieler ebenfalls für sich entscheiden. Damit dies aber auch so bleibt, geht die Mannschaft nicht in der gesammelten Euphorie auf, sondern verlässt sich lieber auf 1. Hartes Training, um die Serie auch weiterführen zu können. Das Trainerteam beäugt die Spieler mit Argusaugen. Denn auch im letzten Spiel, das die Zebras mit einem Endstand von 3:2 für sich entscheiden konnten, gab es einige Fehler, die im nächsten Spiel gegen Dortmund 2 nicht passieren sollen. Wir haben zu viel Fehler im Passspiel gemacht, gerade in der Phase, als wir verunsichert waren, haben alle die Köpfe hängen lassen, keiner hat sich gezeigt und das darf natürlich nicht passieren. Da müssen wir einfach präsenter sein und dann muss man Mund abputzen. Wir haben Fehler gemacht, aber es geht weiter. Ein Vorteil, den Carsten Baumann schon im letzten Spiel hatte, ist, dass eine Stammkraft wieder zur Verfügung steht. Und das ist Grund Nummer 2 zur Freude. Stammspieler Phil Ofosu-Aye ist zurück auf dem Platz. Schon im letzten Spiel gegen Erfurt verstärkte er die Mannschaft nach auskuriertem Muskelfaserriss. Carsten Baumann hatte seine Gründe, den 22-jährigen Außenverteidiger direkt wieder einzusetzen. Phil ist für uns ein ganz wichtiger Spieler mit seiner Schnelligkeit, mit seiner Robustheit und mit seinen Läufen auf der rechten Seite. Bin ich froh, dass er wieder da ist. Voll im Training, voll im Spiel. Für Phil bleibt keine Zeit durchzuatmen. Wie man gesehen hat, habe ich das letzte Spiel durchgespielt, 90 Minuten. Klar, ein bisschen ungewohnt. Erstes Spiel seit dem letzten Spiel im letzten Jahr gegen Heidenheim. Ansonsten vom Muskel her alles in Ordnung. Heißt, ich kann, denke ich, am Samstag wieder beschwerdefrei auflaufen. Alles gut so weiter. Grund Nummer 3 für Euphorie in der Mannschaft. Es gibt weitere positive Meldungen von der Verletzungsfront. Und zwar bei Michael Gadawski. Auch er ist nach seinem Muskelfaserriss auf dem Weg der Besserung. Im Individualtraining, das er heute gemeinsam mit Ersatztorwart Maurice Schumacher absolviert, kämpft er sich zurück. Er wird peu à peu rangeführt an die Mannschaft und ich hoffe natürlich, dass wir in der nächsten Woche wieder Mannschaftstraining begrüßen dürfen. Wäre auch ganz wichtig für uns, wenn er jetzt in den nächsten Spielen einsatzfähig ist. Vollgas auf ganzer Linie und das nicht nur auf dem Platz, sondern auch hinter den Kulissen. Und dadurch auch Grund Nummer 4 für gute Stimmung. Denn der erste Vertrag in der Drittligamannschaft wurde verlängert. Abwehrspieler Matthias Kühne bleibt den Zebras bis zum Sommer 2016 erhalten. Erleichterung für Trainer Carsten Baumann.
Wir freuen uns natürlich, dass wir den Matze längerfristig an uns binden können. Er ist ein ganz wichtiger Spieler geworden bei uns in der Mannschaft, auch im Mannschaftsgefüge. Er ist einer, auf den man sich wirklich immer verlassen kann. Wir können ihn vielseitig einsetzen, in der Innenverteidigung oder auf der rechten Seite. Und ja, ich glaube auch das Gefühl, ich kann ihn nachts um eins anrufen und er wird seine Leistung bringen. Und solche Spieler brauchen natürlich jede Mannschaft. Matthias Kühne ist mit seiner Zuverlässigkeit also wertvoll für die Mannschaft. Er sieht das eher bescheiden. Ich habe es ja schon immer betont, dass wir gerade in der Abwehr oder in der Innenverteidigung einen großen Konkurrenzkampf haben und jeder hätte sicherlich die Berechtigung zu spielen. Aber im Endeffekt muss das der Trainer entscheiden. Aber in den letzten Spielen hat man gesehen, dass das mit Bayer und mir oder vorher auch auf der rechten Seite, wo ich für Ofu zum Einsatz kam, dass das funktioniert hat. Und die Eigenschaften, die ich einbringe, das ist ganz klar, die persönlichen Eigenschaften, die muss jeder einbringen. Und ich denke, das ist auf jeden Fall bei mir Einsatzbereitschaft in erster Linie, aber ich denke auch, dass man sich in erster Linie auch auf mich verlassen kann und das versuche ich halt immer einzubringen und ich hoffe, dass das reicht, um mich für die Startelf zu qualifizieren. Für Phil Ofosu-Aye, kurz Ofu, muss er nun erst einmal nicht mehr einspringen. Zum Einsatz wird er aller Wahrscheinlichkeit nach dennoch kommen, denn eine gute Abwehr brauchen die Zebras, vor allem wenn sie so ehrgeizige Ziele verfolgen, wie Phil sie beschreibt. Wir haben jetzt im letzten Spiel 2 Gegentore bekommen. Wäre natürlich schön für uns, wenn wir zu 0 spielen würden. Ist auch sehr wichtig auswärts. Ansonsten denke ich, dass wir gerade was Kampf- und Laufbereitschaft, Leidenschaft angeht, dass wir da nicht viel verbessern können. Das war letztes Spiel schon ganz ordentlich. Da wollen wir anknüpfen und ja, wie gesagt, hinten die 0 stehen und vielleicht vorne 1-2 machen, dann passt das. Also heißt es Gas geben, damit die Zebras auch weiterhin Grund zur Freude haben.